La victoire est entre nos mains. L'OTAN les da la bienvenida al Dakar 2011. Widmen wir uns heute einem großen Abenteurer, Albert Bosch, der Spanier, dem schon viel gelungen ist in seinem Leben, der an der Dakar auf einem Einsitzer-Buggy McRae teilnimmt. Es haben mich immer Abenteuer interessiert, zurück zu den Wurzeln zu kommen. Während ich bei meinen früheren Teilnahmen bei der Dakar nur an die Motoren dachte und daran mehr Kraft zu haben und schneller zu fahren. Ich weiß, dass ich niemals die Dakar gewinnen werde. Also das ist, was ich denke. Und auf eine gewisse Weise erlaubt mir dieser Zugang, das Rennen auf andere Weise zu fahren, wie ein Abenteuer. Alleine, indem ich mir alles raushole, was ich auf diesem Rennen mag. Er ist ein Alpinist, der hat die 7 Weltgipfel bestiegen, die höchsten Berge der Kontinente der Welt, und ist bis zum Gipfel eines jeden gelangt, dem Mount Everest, mit einbezogen. Ich glaube, die schwierigste Sache, die ich je gemacht habe, ist der Mount Everest und der Mount McKinley und die Dakar auf einem Motorrad, genau in der Reihenfolge. Der Mount Everest ist ein sehr symbolischer Berg. Es ist heute nicht mehr so heldenhaft wie früher, ihn zu bezwingen. Es gibt heute viele Leute, aber es bleibt sehr schwierig und sehr riskant, ein bisschen wie die Dakar. Es ist heute nicht mehr so heroisch, dieses Rennen zu fahren, wie bei den ersten Rennen, aber jeder Teilnehmer weiß dieses Jahr, dass es hart und anstrengend ist, wie die Besteigung des Mount Everest. Die zwei sind sich ganz schön ähnlich. Sie müssen eine gute Mannschaft finden, eine, der sie vertrauen, zusammengestellt aus Leuten, die sie vielleicht seit kurzem kennen und die sie auf ihrem Erfolg begleiten. Und ihr Leben ist in ihren Händen. Ich bin mir dessen wirklich bei Mount Everest bewusst geworden. Einige Mitglieder meiner Mannschaft heute sind Leute, die ich erst seit 3 Monaten kenne. Und es gibt welche, die ich erst hier kennengelernt habe. Ich hänge von ihnen ab. Sie sind meine Familie. Er ist auch Schriftsteller. Er hat ein Buch veröffentlicht über seine Erfahrung auf dem Berg. Und auch wenn er die Dakar schon mit dem Motorrad gefahren ist, bleibt es eine schwierige Übung. Für mich geht es darum, ein Abenteuer zu erleben. Die Dakar erlaubt Leuten wie Carlos Sainz, einem großen Favoriten, und einem Typen wie mir oder auch Teilnehmern, die gerade beginnen, zusammen zu sein. Und darum, dass jeder das Abenteuer auf seine Weise erlebt. Wir werden auf diesem ein bisschen wunderlichen Mann ein Auge bis zum Ende der Dakar behalten.